um das kurz in Zahlen zu nennen, wir zahlen also für Strom ungefähr 300, 310.000 Euro im Jahr und das soll eine Vervierfachung werden. Es ist schon etwas, was einem Betrieb, wir sind sehr gesund, aber auch einen gesunden Betrieb in Schieflage bringen kann, wenn ich 1,2 Millionen im Jahr für Energie statt 300.000 Euro zahlen muss. Und dann eben die Personalkosten, die steigen müssen, damit unsere Mitarbeiter auch von ihrem Lohn leben können. Wir verlangen nur Unterstützung von der Regierung für unsere Branche, damit wir also diese Phase, wie wir nicht wissen, wie lange das anhält, auch gut überstehen können. Für unser Unternehmen glaube ich, dass die Perspektiven positiv sind, aber ich sag mal, nicht in der Form positiv, dass wir wahrscheinlich keine Gewinne mehr machen.